Hey Luki, und im heutigen Video reden wir über das Thema Knieschmerzen. Ja, vor allen Dingen Knieschmerzen, die im aufgebrochenen Kniestand oder allgemein im Knien entstehen. Hintergrund ist nämlich der, dass in einem meiner letzten Videos zum Thema Hüftbeuge öffnen, wo ich halt viel mit dem aufgebrochenen Kniestand gearbeitet habe, viele Leute das Kommentar geschrieben haben: Hey Luke, mir tut bei der Übung selber aber so doll das Knie weh, ich muss die Übung abbrechen. Und ich will euch heute einfach mal zeigen, was ist der genaue Zusammenhang. Ja, warum tut das Knie hier weh? Es ist nicht etwa der harte Boden, sondern euer Rectus Femoris und latente Triggerpunkte. Und wie das alles zusammenhängt, das erfährst du in diesem Video. Das heißt, das Video ist wie immer in drei Teile aufgeteilt. Wir sprechen kurz über die Anatomie, die ist wirklich ganz einfach nachzuvollziehen. Zweitens zeige ich dir eine effektive Mobilisation, das Problem sofort eigentlich zu beseitigen. Und drittens natürlich noch die entsprechenden aufbauenden Übungen, ja, damit sich dein Körper auch nachhaltig verändert und wir nicht nur irgendwie kurz das Symptom unterdrücken. Mit den Informationen wünsche ich dir jetzt wie immer viel Erfolg. So, bevor wir einsteigen, wie immer, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Denn wir werden in Zukunft natürlich auch noch viel über Knie und Hüfte sprechen. Das ist heute nicht der einzige Muskel, der jetzt für Knieschmerzen verantwortlich sein kann. Aber er ist es häufig und das ist der sogenannte Rectus Femoris. Den blende ich dir hier einmal ein. Und der ist eigentlich relativ einfach erklärt. Der geht nämlich hier von diesem Dornfortsatz Spina Iliaca Anterior Superior, für die, die es haben wollen, geht der nämlich los. Den könnt ihr hier einfach auch fühlen, diesen knöchernen Vorsprung. Und der zieht genau gerade, ist nämlich ein Teil eures Oberschenkels, eures Quadrizeps, in die Patellasehne, da ist es noch die Quadrizepssehne, in die Patellasehne, in den Schienbeinknochen rein. Ja, hier, wie gesagt, den Faserverlauf seht ihr da. Und das ist eine Sache, die viele nicht wissen, dieser Muskel, der hat oft durch langes Sitzen und durch einseitiges Training, nehmen wir mal Fahrradfahren, einseitige Belastung, viel Wandsitzen für die, die es von euch immer noch trainieren wollen. Und dieser Muskel, der weist dann latente Triggerpunkte auf. Verlinke ich euch mal das Video von letzter Woche, da habe ich es erklärt. Latente, unentdeckte Triggerpunkte, das sind eigentlich muskuläre Verknotungen. Ja, da sind die Myosin, Aktin die ganze Zeit ineinander verschoben, der Muskel ist die ganze Zeit chronisch angespannt. Das merkt man nicht, okay? Das tut nicht weh. Ihr habt da nicht hier pochende Schmerzen, obwohl der Triggerpunkt da sitzt. Aber ihr habt einen erhöhten Ruhetonus. Und dieser Ruhetonus, der sorgt dafür, dass die Sehnen unter Dauerspannung sind, nicht mehr richtig verstoffwechseln. Und dadurch entstehen dann Sehnenansatz, Reizung, Schmerzen. Das hat auch noch ein bisschen was mit eurem Gehirn zu tun. Das merkt nämlich sehr wohl, dass da eine gewisse Fehlspannung ist. Und fängt dann an, eben auch dumpfe Schmerzen ins Knie sozusagen zu senden. Ja, das heißt, ihr nehmt diese Schmerzen dort wahr und ihr rennt dann vielleicht auch noch zum Arzt und der diagnostiziert euch Arthrose. Die war vorher schon da, die ist vielleicht auch durch das Problem erst entstanden. Arthrose ist meistens ein sekundäres Problem. Und dann denkt man eben, oh ja, ich habe Arthrose, Knie ist kaputt, kein Wunder, ich bin alt, ich habe Schmerzen. Und bei, ich würde behaupten, 80-90% der Leute ist es eigentlich auch unabhängig vom Alter einfach dieser Triggerpunkt. Und das könnt ihr ganz einfach herausfinden, indem ihr diesen Triggerpunkt nämlich beseitigt und eure Knieschmerzen mal die nächsten 2-3 Wochen beobachtet. Wie der nämlich zu beseitigen ist, das zeige ich euch mal ganz schnell. Dazu braucht ihr die klassische Faszienrolle. Die Übung habe ich schon zigmal erklärt. Ich werde die jetzt mal kurz erläutern. Ihr legt euch mit dem Oberschenkel hier in diesen Unterarmstütz. Und platziert euch dann eben mit dem Oberschenkel auf der Rolle. Und sucht wirklich mal, meistens sind die Triggerpunkte nicht so weit hier oben Richtung Hüfte. Das kann auch sein bei den meisten Leuten. Da müsst ihr euch ein bisschen Zeit für nehmen. Ja, manchmal ist der Muskel nämlich so angespannt, so unter Spannung, dass ihr gar nicht in diese Rolle sozusagen einsinkt, sondern einfach nur komplett angespannt sozusagen auf der Rolle einfach nur drüber rutscht. Sondern die muss wirklich so ein bisschen ins Gewebe auch einsinken. Der Muskel, der muss gelockert sein. Becken wird aufgerichtet, da spreche ich gleich nochmal kurz drüber. Und dann zieht ihr nämlich, und das ist jetzt die Königsdisziplin, eure Hacke mal hier zum Po, ja. Und das ist dann meistens der Punkt, wo die meisten Leute merken, oh, das geht überhaupt nicht. Ich komme hier mit der Hacke nicht hoch, außer vielleicht hier volle Kanne ins Hohlkreuz zu fallen. Ich habe solche Schmerzen, oh, ich kann die Hacke gar nicht anheben. Also wie gesagt, ihr müsst in der Lage sein, eigentlich
hier drauf entspannt mit einem Drittel der Hälfte eures Körpergewichts zu liegen und eure Ferse locker hier Richtung Po zu bringen und langsam wieder auszustrecken. Und das tut mir jetzt wirklich auch nicht weh. Ich weiß aber, dass es extrem vielen Leuten von euch starke Schmerzen bereiten wird. Und dann habt ihr diese latenten Triggerpunkte, die nicht nur für Knieschmerzen sorgen können, sondern auch für eine schlechte Hüftstreckung, sekundär für Rückenschmerzen, ISG-Blockaden und vielen, also einen ganzen Rattenschwanz an Problemen, wenn man so will. Und wenn ihr euch die Übungen ein bisschen einfacher machen wollt, dann nehmt ihr dieses Handtuch. Das kommt gleich auch nochmal zum Einsatz. Das garantiere ich euch nämlich, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wer von euch das, was ich gerade vorgemacht habe, auf Anhieb hingekriegt hat und wer dabei starke Schmerzen hatte. Ja, wenn ihr es nicht auf Anhieb hinkriegt, legt euch einfach ein Handtuch über die Rolle, da muss man ein bisschen kreativ werden. Dann ist dieser initiale Druck weniger, der sollte aber immer noch wehtun. Wie gesagt, 60 bis 90 Sekunden eigentlich an einer Stelle bleiben. Atmen ist auch ganz wichtig. Tief durch die Nase ein, durch den Mund aus, ja. Und dann nochmal versuchen, wie hoch kriegt ihr diese Hacke, ja, bis zum Schmerzpunkt, wo ihr nicht weiter könnt. Und dann wieder strecken, ja. Und das könnt ihr zum Beispiel ein, zwei Trainingseinheiten lang mit diesem Handtuch machen, links und rechts. Und dann könnt ihr euch gegebenenfalls auch schon wieder auf die Rolle hier wagen. Und ihr werdet merken, wenn ihr... Umso besser ihr auf der Rolle arbeiten könnt, umso weniger euer Muskel wehtut, umso weniger wird euer Knie wehtun. Ja, das wird einen direkten, sozusagen einen linearen Zusammenhang haben. Umso besser ihr auf der Rolle liegen könnt, umso weniger Knieschmerzen habt ihr. Und das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie sich das bei euch in den nächsten Wochen hier entwickelt. Das Video ist ja logischerweise noch eine Weile oben. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem eigentlichen Problem. Was viele von euch ja beschrieben hatten, war ja der aufgebrochene Kniestand. Da könnt ihr übrigens auch für den Anfang das Handtuch mal unters Knie legen. Das hilft nämlich dabei, dass ja auch dieser Initialdruck auf der Patellasehne ein bisschen weniger ist. Ja, der zusätzlich natürlich schon die Schmerzen etwas verstärken kann. Ja, übrigens ein gesundes Knie, ich habe hier eigentlich auch noch eine weiche Unterlage, sollte auch auf Parkettboden, also ihr solltet dann natürlich jetzt nicht den ganzen Tag so rumlaufen, aber mal ein paar Minuten auf hartem Boden knien, sollte für ein gesundes Knie kein Problem sein. Na, habt ihr da starke Druckschmerzen, auch ein Hinweis auf latente Triggerpunkte und wahrscheinlich schon vorhandene Sehnenansatzreizung in der Region. Wie gesagt, keine kaputten Gelenke, alles muskulär zu sehen. Und nach dieser Mobilisation könnt ihr eigentlich auch hier wieder in den aufgebrochenen Kniestand reingehen. Das heißt 90 Grad Winkel überall, Fuß ist aufgestellt hinten, Körper gerade und dann wird hier mit dem Becken gearbeitet. Ja, habt ihr hier die Dehnung für den Rectus Femoris, einer der ganz wenigen Dehnungen, die ich überhaupt noch machen würde. Könnt ihr dann machen, wenn ihr gerade so Trainingsanfänger seid. Ansonsten schaut hier oben in der Infokarte, ja, dann könnt ihr auch schnell wieder in diese Progression reingehen, die ich im letzten Video zum Thema Hüftbeuger öffnen erklärt habe. Und dieser Hüftbeuger, ich glaube, in dem Video erkläre ich viel zum Thema Rückenschmerzen, könnt ihr für euch aber auch direkt verbuchen unter Kniegesundheit. Das heißt, wenn ihr da mit diesen Übungen arbeitet, ist das automatisch auch die richtige Fortsetzung für eure Knieschmerzen. Und mehr dazu gibt es natürlich auch im Medical Fitness System. Das ist mein Trainingskurs, Online-Trainingsprogramm, wo ich genau diese ganzen Zusammenhänge auch erläutere, weil man sollte eben auch weitergehen, hinterher die Beinrückseite kräftigen, Bauchmuskulatur kräftigen, an der kompletten Haltung, strukturellen Integrität des Körpers arbeiten. Das wird hier natürlich den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen, das gibt es alles im Videokurs mit der dazugehörigen Community, wo ich euch auch weiter beraten werde. Und jetzt würde ich euch mit diesen Informationen viel Erfolg wünschen und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein und ciao!